Aber wenn man vergleicht mit Gott, er ist ein ganz anderes, oder? Er ist vollkommen und er hat uns Menschen am Anfang auch vollkommen geschaffen, als sein Ebenbild, oder? Ja. Aber warum sind wir nachher so geworden? Was ist da passiert? Oder also, wieso wir Menschen schlecht geworden sind? Ja, genau, egoistisch und so. Ich finde, ich habe zuerst gerade in Philosophie gehabt. Hey. Es ist einfach so, dass irgendwie die Menschen haben sich losgelöst von Gott, ja, dass wir selbstständig sind, dass wir, ja, alleine sind und, ja, genau, so unsere Entscheidungen alleine treffen. Unabhängig, Gott, genau. Ja. Mhm. Gott sieht uns, aber, mhm, er kann wie nicht eingreifen und ich glaube, so, mhm, das Böse an sich liegt einfach im Herz von Menschen. Mhm. Ja, genau. Ja, das sagst du, sagst du. Genau. Und wie hat es angefangen? Angefangen? Mhm. Ich glaube, sehr wahrscheinlich mit der Kreuzigung von Jesus. Nein, weißt du, das Problem, wann hat das Problem angefangen? Also, dass der Mensch so geworden ist, im Kern eigentlich böse, so wie du sagst, oder? Es hat, glaube ich, verschiedene Faktoren, nicht? Kennst du die Geschichte von Adam und Eva, oder? Ja. Die Äpfel und Schlangen, oder? Die haben, ja, sich eigentlich Satan unterworfen. Ja. Haben gemacht, was sie sagen, oder? Und darum haben sie seine egoistische Natur von Satan übernommen. Und wir natürlich auch, weil wir von ihnen abstammen, oder? Und mit dieser Natur können wir nicht beziehen mit Gott. Das ist eben unmöglich. Wir können nicht mit Sünde im Himmel. Und darum brauchen wir Rettung. Sonst würden wir als gleichen Ort herkommen wie Satan, oder? Aber Gott möchte nicht, dass jeder Mensch mit ihm die Ewigkeit verbringt, im Paradies. Darum hat Gott eine Brücke hergestellt. Ja. Und er hat rettet. Was hat Gott gemacht, um uns zu retten? Du hast es vorher erwähnt. Was er gemacht hat, um uns zu retten? Ja, genau. Er hat uns einfach selbstständig gemacht. Und ich meine, er hat uns hier in die Welt hineingeworfen. Und wir Menschen können, weil wir ja losgelöst sind von Gott, können wir ja unsere Entscheidungen selber treffen. Und ich glaube, die Unabhängigkeit von Gott und dass wir eigentlich im Hintergedanken haben, dass Gott, mhm, da ist und uns dann, mhm, schlussendlich, wie nennen wir das auf Deutsch, judgen, verurteilen, mhm, genau, mhm, tut, ich glaube, einfach der Hintergedanke, dass es Gott gibt, aber dass er uns die Möglichkeit gibt, dass wir selber unser Schicksal können entscheiden können, ist, ja, ich glaube, das. Das ist, da meinst du die Rettung? Ja. Okay. Also, du, wo Adam und Eva mit Gott zusammen eine neue Verbindung hatten, oder? Ist ja alles noch gut gewesen. Ja. Wo sie sich aber entschieden haben, selber zu entscheiden, was gut und böse ist für mich, weißt du? Mhm. Also vom Baum genommen haben, von Erkenntnis von gut und böse, oder? Dann hat eben die Unabhängigkeit angefangen, oder? Wo der Mensch unabhängig von Gott angefangen hat zu leben. Und darum ist das Böse reingekommen, oder? Aber Gott möchte, dass wir wieder in eine intime Beziehung kommen mit ihm, oder? Wie zu einem Papa, oder? Und darum hat er eine Rettung geschaffen durch wer? Was beinhaltet das Kreuz? Du hast es vorhin erwähnt, die Rettung. Sind wir am Anfang? Ja, vom Kreuz, genau. Was ist dir passiert am Kreuz? Er ist gekreuzigt worden. Er ist gekreuzigt, Jesus, genau. Ja. Ja, warum ist er gekreuzigt worden? Weil er sich den Menschen geopfert hat, ja, die gegen ihn waren. Warum hat er sich geopfert oder warum hat er es gemacht? Boah, ich bin nicht vom Kreuz. Du weißt es, oder? Warum hat Jesus, wieso ist er gestorben am Kreuz? Warum hat er sich geopfert lassen? Ist es jetzt um das Gute der Menschen irgendwie zeigen, dass er es für die Menschen macht? Ja, er hat es für Menschen gemacht. Aber warum hat er müssen sterben? Er hätte ja auch schon einen guten Tag machen können, um zu zeigen, wie er uns lieb hat. Aber warum hat er müssen sterben? Warum so krass? Ja, weißt du, natürlich hat es. Weißt du, der wahre Grund dahinter? Was ist der wahre Grund dahinter? Er hätte ja auch jederzeit sagen können, eine Legion Engel rufen und die hätten ihn befreit, weißt du? Weil er ist ja der Sohn von Gott. Er hat ja alle Connection mit dem allmächtigen Gott, weißt du, ich meine? Ja, das ist nicht, aber er hat sich frei hergegeben, hat zum Vater gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Der Vater hat das planen gehabt, seit Ewigkeit. Dass er seinen Sohn opfert, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht in die Hölle kommt, sondern ein ewiges Leben hat. Aber warum hat er am Kreuz müssen sterben? Er hat alle Sünden von uns, von dir, von mir, von uns allen, hat er auf sich genommen und hat mit seinem Leben, mit seinem Blut gezahlt. Also das ist, musst du vorstellen, das Gebot hat ja Gott gegeben, ursprünglich. Und gesagt, schau, das ist mein Standard. Damit wir sehen, wow, krass, das ist so krass, sind wir downgraded worden am Anfang vom Sündenfall. Das wäre eigentlich die Vollkommenheit, die wir müssten haben vor Gott, oder? Das ist wie ein Spiegel, weißt du so. Und danach ist dann der Retter gekommen. Das schafft kein Mensch von uns aus, dass wir die 10 Gebote halten, oder?
jeder Mensch hat gesündigt und die Herrlichkeit verloren. Und wenn wir sagen, wir 10 Sünden machen am Tag, weißt du, mal eins lügen, mal schlecht reden über den anderen, mal Eifersucht, weißt du, das ist ein riesen Schuldenberg, das ganze Leben, das wir von Gott haben. Und wer zahlt die? Selber können wir das nicht. Nur Gott kann retten. Und er hat nachher alle Sünden von uns in Jesus verurteilt. Gott selber ist Mensch geworden und hat alle Sünden ihm angerechnet, damit er uns nicht mehr anrechnen muss. Und darum, jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht mehr verurteilt. Aber wenn wir nicht an Jesus glauben, bist du verurteilt, weil du nicht an ihn glaubst, oder? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es liegt an uns, dass wir einfach das Geschenk noch annehmen, dass wir Jesus zum Herrn machen. Weil Jesus hat selber gesagt, wer sein Leben behaltet, weißt du, selber will Herr sein von sich selber, der wird es verlieren. Und das ist heftig, oder? So viel Hitze und Ewigkeit willst du nicht. Ja. Aber wer sein Leben ihm gibt, der wird es bekommen. Das ewige Leben. Und von dem an, wenn du Jesus annimmst, hast du ewiges Leben, dann hast du auch ewig, weißt du, von Intensität her. Ohne Limiten, weißt du. Du kannst Kranke heilen, du kannst selber immer gesund bleiben, du musst keine Scham mehr haben, keinen Minderwert, keine Sorgen, keine Ängste, nichts mehr. Du kannst wirklich voll frei sein von all dem Schritt, den wir da manchmal haben, oder? Und das ist wirklich da, wo Jesus macht, das Wunder. Er tut dich upgraden wieder zu einem Sohn Gottes, oder? Das ist eine völlig neue Kreatur. Wir haben zwar immer noch den gleichen Körper, weißt du, die gleiche Hülle, aber inwendig, im Kern, bist du nachher wieder göttlich, weißt du? Was ich meine? Und das ist eine völlig neue Liga. Und das ist das Wunder, das Jesus macht. Genau. Macht das Sinn, so? Also kannst du das so nehmen? Ja. Mhm. Ist halt genau. Schwer vorstellbar, weil wir haben eine andere Religion. Ja, das ist, weißt du, wir alle haben irgendwo eine Kultur oder Religion, die wir aufgebaut haben, wir nichts dafür, oder? Aber, ja. Aber Jesus hat gesagt, über den Weg, der Wahrheit des Lebens, kommt niemand zum Vater als durch ihn. Mhm. Ja, und Jesus, genau, er ist der Sohn Gottes, er ist von Gott gekommen. Ja. Du kannst, weißt du, egal ob du Moslem oder sonst irgendwie, du bist frei, du kannst jederzeit sagen, Jesus, komm zu mein Leben, vergib mir alle Sünden, du bist mein Herr. Ist gut? Ja. Genau. Gib dir das mal mit, dann kannst du in aller Ruhe daheim schauen. Weil Religion bringt eh nichts, weißt du, ist nur von Menschen gemacht. Gott möchte auch Beziehung mit uns. Ist gut. Und egal, und Jesus hat für jeden Menschen gezahlt, egal von welcher Religion du kommst. Ist gut? Ja.